Hallo und herzlich willkommen zurück zu Palia. Ja, eins möchte ich noch eben vorwegschieben. Es kann sein, dass die nächsten Folgen nicht mehr ganz so regelmäßig jeden Tag hochgeladen werden können. Es ist immer etwas abhängig davon, was können wir noch machen. Ich meine, die Sachen auf dem Magie Market, wenn da neue Sachen bei sind, das ist super. Ich habe allerdings gehört, dass es wohl nur drei, vier große Quests geben soll und danach wohl nichts mehr drin ist. Also außer diese sich täglich wiederholenden Sachen quasi mit diesen Chapas, heißen die, glaube ich, fangen und so weiter. Das brauche ich euch ja nicht jedes Mal aufzunehmen. Wenn natürlich Aktualisierungen drin sind, dass wir bei einer Quest weitermachen können oder so, werde ich natürlich eine neue Folge aufnehmen. Aber ihr seid dann hiermit schon mal gewarnt. Es kann sein, dass es nicht mehr ganz so regelmäßig ist. Aber ich habe eine gute Nachricht. Und zwar wollte ich eigentlich nur kurz ins Haus gehen und meine Sachen loswerden. Da stand plötzlich Najuma vor der Tür. Not a lot of people come out this far. Hallo. Ich weiß, es ist etwas seltsam, hier einfach aufzutauchen, aber vielleicht kannst du mir helfen. Naja, sie taucht schon das zweite oder dritte Mal hier auf, ne? Hilfe ist einer meiner vielen zweiten Vornamen. Ist es? Wie viele zweite Vornamen haben Menschen? Oh je. Egal, ist nicht so wichtig. Die Mine ist verflucht. Schon verstanden. Ich hole mal Salz. Glaubst du mir? Danke. Du bist die erste Person, die das tut. Ich wusste, dass es eine gute Idee war, zu dir zu kommen. Papa hört mir einfach nicht zu. Er sagt, dass es sowas wie Geister nicht gibt. Könntest du mit ihm sprechen? Wenn er es von jemandem hört, der erwachsen ist, hört er vielleicht endlich einmal zu. We can talk later. Ja, also mit ihm sprechen kann ich gerne machen, wobei ich habe gar kein Geld bekommen, als ich reinkam, oder? 8.500? Wo ist denn mein Geld? Ihr Schweine. Hä? Oder hatte ich das bekommen? Nee, ich hatte das nicht bekommen, bevor ich gefahren bin. Glänzender Tausendfüßler. Das ist übrigens einer dieser Insekte, die ich sammeln soll für die eine. Das tue ich mal am besten hierhin. Und ich habe mir bei Zeki scharfen Pfeffersamen geholt. Ich bin mal gespannt. Den könnten wir eigentlich direkt mal reinmachen. So, das können wir wegtun. Das können wir wegtun. Ich habe keine Ahnung. Das werde ich wahrscheinlich nie wiederkriegen. Deswegen. Hä? War das? Hallo? Wieso kann ich das da nicht reintun? Ich kann das nicht verkaufen, aber ich kann es auch nicht in meinen Dings reintun. In meinen Lager. So, reintun. Was ist denn jetzt los? Die anderen Sachen tun wir auf jeden Fall rein. Knoblauch, glaube ich, habe ich noch genug, oder? Knoblauch. Knoblauch ist gar nicht drin, weil Knoblauch ist im anderen wahrscheinlich drin. 10 Stück, genau. Knoblauch können wir wegtun. Und wir müssen mal eben gucken. Naja, da machen wir es halt anders. Das ist ein bisschen nervig so mit dem Aufteilen. Das füllen wir wieder auf und die tun wir alle weg. Und 15 von denen haben wir auch noch. Das heißt, das können wir auch wegtun. Ist nicht viel, aber ich sag mal, Hauptsache, es kommt was rein. So, dann ist natürlich die Frage. Das können wir so an die Wand hängen, ne? Dann ist die Frage, wo tun wir das am besten hin? Wohnzimmer wäre natürlich ganz schön. Schlafzimmer ist sowas natürlich auch schön. Der Kamin ist übrigens noch in Mache. Man sieht, es ist noch nicht ganz fertig. Ich würde sagen, wir machen das mal hier vielleicht hin, ins Wohnzimmer. Sieht auf jeden Fall schön aus. Dann brauchen wir noch, genau, das Tor. Das wollte ich dann gucken, dass ich das hier so hin. Boah, das sieht aber richtig toll aus. Ach, das ist wegen dem Schild, glaube ich, ne? Das sieht richtig toll aus. Ist das. Er ist nicht vorne wie hinten. Mit den Lampen, das muss auf jeden Fall nach vorne. Das sieht richtig klasse aus. Na gut, das kann man wahrscheinlich nicht verändern, dass das so davor hängt. Doch, ich bin begeistert. Ich finde das richtig toll. Sonst haben wir, glaube ich, nichts mehr gehabt, ne? Nee. Dann machen wir noch ganz schnell die. Kann ich das? Ja, hier könnte ich es theoretisch hinpflanzen.
Ich habe ja schon mal angefangen jetzt mit den Blaubeeren, in der Hoffnung, dass das funktioniert. Ach, dieser Samen benötigt 4 angrenzende Bereiche. Ist das jetzt euer Ernst? Okay, dann tun wir den erstmal rein. Übrigens, ich habe mich vertan. Ich habe jetzt noch 3 von den Blaubeersamen übrig, weil die tatsächlich mehr brauchen. Ich mache mal das Unkraut soweit hier weg, aber ich will jetzt hier nicht großartig anfangen, das Unkraut zu jäten oder so. Ich mache nur mal schnell ein bisschen Wasser nochmal drauf, damit das hier ein bisschen weitergeht. Also anders gesagt, damit die natürlich weitergehen können, die vorher noch nicht fertig waren. So. Ist vielleicht auch ein bisschen blöd, weil ich das ja eigentlich ganz gut fand, dass das immer so ein bisschen unterschiedlich war. Also, dass nicht alle gleichzeitig rausgekommen sind. Aber egal, wir machen das jetzt trotzdem mal eben. So. Ich mach das. Geht das, wenn ich das... Ja, wenn ich das in die Mitte mache, gehen die anderen auch. Machen wir hier nochmal eben weiter. Und dann können wir nämlich gleich direkt weitermachen mit der Quest. Das ist im Endeffekt schon. So. Dann müsste ich allerdings, so wie das aussieht, die Gießkanne bzw. meine Sachen nochmal kurz reparieren. Zack. Alle wieder repariert. Und dann stellen wir nochmal ein so ein Ding her. Das kann ich euch auch nur empfehlen, immer wenn ihr dann wieder eine Reparatur gemacht habt, am besten nochmal eben eins herstellen. Finde ich persönlich am einfachsten so. Kommt natürlich ein bisschen drauf an, wie viel man braucht. Ach komm, oder mache ich jetzt die... Mache ich den auch da rein? Dann kann ich nicht Gefahr laufen, dass ich da aus Versehen mal irgendwas, ne, wegwerfe, was ich nicht wegwerfen will. So, sprech mit Hodaru. Ich hoffe, ich kann jetzt noch mit ihm sprechen. Wo... Er ist natürlich auch auf dem Markt. Das wäre dann in einer Stunde quasi. Ach so, ist er zufälligerweise irgendwo hier? Oh ja, oh ja, oh ja. Bleib stehen, Hodaru. Ich muss dich einholen. Nicht weglaufen. Geh mir bloß nicht durch das Tor durch, sonst kriegst du Popohauer. Oh, ich muss schneller sein, ich muss schneller sein, ich muss schneller sein. Wo ist er? Hodaru, Sitz, Platz aus. Mach Männchen. Bleib stehen. Nein, lauf mir da bloß nicht durch. Ich muss dich vorher noch anquatschen, bevor du da durchgehst. Oh, lauf, Mädel, lauf, Mädel, lauf, Mädel, lauf, Mädel, lauf. Komm, das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch. Los. Ja. Ich mache nur kurz Mittagspause. Najuma sagt, dass es in der Mine spukt. Nein, du nicht auch noch. Ich habe ihr gesagt, sie soll aufhören, Geschichten zu erzählen. Ich weiß nicht, was in letzter Zeit mit dir los ist. Du könntest sie ihr zur Abwechslung auch einmal zuhören. Nicht, dass ich es nicht versuchen würde. Aber ich weiß, was mit den Minen los ist, und das ist kein erfundener Geist. Die Venen trocknen aus, also muss ich tiefer und tiefer gehen. Aber ich habe kein Licht, um das zu unterstützen. In den Minen spukt es nicht, sie sind nur dunkel. Es ist leicht, sich dabei zu ertappen, wie man so tief in der Erde Schatten sieht. Wenn du sie wirklich beruhigen willst, kannst du mir helfen, ein paar Laternenkäfer zu fangen. Laternenkäfer? Okay. Nein, ich wollte... Ja, ja, ja. Nein, ich wollte eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich gucken, ob ich welche habe. Aber ich habe ja nichts. 5 Lampionwürmchen. Boah, wo kriege ich die denn jetzt her? Lampionwürmchen. Die waren aber in dem anderen Gebiet, glaube ich, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Habe ich das nicht irgendwo? Angeln, Koch, Jagen, Insekten fangen. Da konnte man doch eigentlich draufklicken, soweit ich weiß. Oder auch nicht. Wahrscheinlich nur, wenn es abgeschlossen war. Ah nee, das hier war das. Käfer und Insekten. Lampionwürmchen, Tausendfüßler, Bienen.
Lampionwürmchen. Der Night Sky, also nur nachts an der Küste und im Wald von Bahari Bay. Ja, dachte ich mir doch. Aber nur nachts. Ja gut, wir müssen jetzt erstmal zum Markt. Der startet ja gleich. Okay, aber dann weiß ich zumindest schon mal, wo ich die herkriege. Da muss ich halt nur sehr, sehr viel Glück haben, dass ich da überhaupt welche bekomme. Aber gut, dann wäre schon mal die Sache zumindest geklärt mit dem, woher kriege ich sie. Mal schauen, ob wir das jetzt noch am Ende dranhängen oder ob wir jetzt nur die Quests machen hier. Oder die Quest, wie auch immer. Auf dem Bahari-Markt. Wobei ich gerade am Überlegen bin, ich wollte eigentlich gar nicht zum Bahari-Markt, sondern ich wollte eigentlich mit Badru sprechen. Ja, muss ich mal gucken, wie ich das mache. Wir werden jetzt aber trotzdem erstmal auf den Markt gehen. Die sind alle hier. So, jetzt möchte ich das... Ah! Ah, da war der Markt. Okay, okay, okay. Aber ich muss tatsächlich mindestens 500 haben, um da irgendetwas zu... Was sind das so? Kissen? Ach so. Um da irgendwas zu holen. Spaß mir ein Stofftier. Habe ich das nicht sogar so bekommen? Ich bin mir nicht sicher. Hier so eins in rosa, das wäre eigentlich nicht schlecht. Und dann würde ich auch eine Errungenschaft bekommen, weil ich einmal was ausgegeben habe. Okay, dann weiß ich aber zumindest schon mal, wo ich das ausgeben kann. Jetzt wäre es schön, wenn jetzt nochmal so eine Quest beginnen würde. Und ich jetzt hier so rumlaufen könnte. Aber das wollen sie gerade nicht. Ja gut, dann würde ich eigentlich sagen, dass ich mal kurz einen Cut mache, weil ich muss nämlich noch einmal die Trommeln tatsächlich machen. Ich habe das jetzt noch einmal geschafft, wo ich drauf geblieben bin in der letzten Folge. Und einmal muss ich jetzt die Trommeln noch machen, damit ich das jetzt hier abschließen kann. Da müsst ihr jetzt nicht unbedingt dabei sein. Also es waren, glaube ich, 25 Mal, dass ihr alle Trommeln so abwechselnd machen musstet. Und ja... Ich würde sagen, ich schalte euch dann wieder hinzu, wenn das mit den Trommeln abgeschlossen ist und wir dann hoffentlich erst danach eine Jagd bekommen mit den Chapus. Die möchte ich nämlich gerne nochmal aufnehmen. Also, bis gleich. Ja, und damit sind wir wieder zurück. Ich hab's krachen lassen. Ich habe nochmal 5 Sachen abgeschossen. Aber das war eigentlich gar nicht der Grund, weshalb ich euch dazu geholt habe. Weil ich habe gesehen, nachdem ich das letzte Mal die Trommeln gemacht habe, also quasi die dritte Runde gemacht habe, habe ich die Sanduhrtrommel erhalten. Das finde ich ziemlich cool. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt nachgucken kann mit den Raketen. Weil da müsste ich ja jetzt theoretisch auch... quasi was bekommen haben. Da stand ja was von Rezept oder sowas, ne? Hier. Ja, das ist klar. Um den Plan für Phönixfeuerwerk auswendig zu lernen. Genau. Tickets ausgeben muss ich auch noch machen. Ach so, da muss ich insgesamt dann 10.000. Oh, da könnte ich dann theoretisch die Dinge aufstellen. Okay, wobei ich das natürlich im geilsten finde. Die Trommeln bekommt man nur am Ende. Und da müssen wir insgesamt 25 machen. Okay, ja, jetzt warte ich eigentlich nur noch verzweifelt auf die Chapa-Jagd, wenn ich jetzt ehrlich bin. Das Einzige, was ein bisschen blöd ist, ich muss natürlich auch noch von diesen Speisen hier essen. Was bekomme ich denn hier? Achso, das waren nur die Rezepte, ne? Alle 7 herzhafte... Also, die Speisen von Rev, bin ich ganz ehrlich, die sind sehr, sehr teuer. Wenn man dann gerade auch die letzten 2 noch holen muss. Und von ihr sind wahrscheinlich diese 7, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne, es sind mehr. Wobei, eine Vase, Blütenlaterne... Okay, also es wäre dann quasi 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, doch. So viel habe ich gar nicht mehr dabei, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ich weiß auch nicht genau. Ich glaube, die Eiscreme-Rolle, habe ich die schon gegessen? Ich habe sie gekauft, aber ich habe sie, glaube ich, nur versucht, der einen zu geben.
Also, wir nehmen mal die Eiscreme-Rolle. Das ist dann 2, 3, 4, 5. Ah, das schaffen wir gerade noch. 6, 7. Und schon sind wir wieder pleite, mehr oder weniger. Dann, während ich darauf warte, dass die Chapa-Jagd endlich mal beginnt. Ich weiß, eigentlich ist es totaler Schwachsinn, wenn ich das jetzt mache, weil man bekommt halt eben auch Fokuspunkte dazu. 200, 225. Aber ich bin ganz ehrlich, das ist mir nicht so wichtig. Ich mache das jetzt nur wegen der Errungenschaft. Wobei, 550 Punkte, das ist schon, also Fokuspunkte, das ist schon einiges, muss ich sagen. Eigentlich dumm, das jetzt so zu machen, aber naja. 2. Die will er gar nicht erst essen. Achso, ich kann die nicht essen, wenn ich voll bin, oder was? Och nee, das ist nicht dein Ernst jetzt. Ich probiere es nochmal mit dem anderen. Nee, ich kann die nicht essen, wenn ich voll bin. Ah, wie doof ist das denn bitte? Wie doof ist das denn? Ja, dann bleibt mir jetzt im Moment nichts anderes übrig, als hier drum rumzustehen und zu warten, bis die Chapa-Jagd tatsächlich anfängt. Die würde ich dann mit euch zusammen nochmal machen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen, dass wir tatsächlich, ja, alle oder ich weiß nicht, wie viel man überhaupt in einer Runde machen kann. 20 Chapas. In eine Party, heißt wahrscheinlich in einer Runde. Oder das bedeutet alles das Gleiche und ich weiß es. Nee, Moment, da steht aber Party, da steht Champion, da steht Jäger. Ich habe keine Ahnung. Ich sag mal, ich bleib so lange hier stehen, bis die Chapa-Jagd beginnt. Ich weiß nicht, ob die immer zu den gleichen Zeiten beginnt, ehrlich gesagt. Müssen wir mal rausfinden. 3. 2, 1. Wir haben Mitternacht und es passiert rein gar nichts. Allerdings sollte genau um Mitternacht die Chapa-Jagd beginnen. Oh, ein Feuer. Achso, das ist von denen. Ja, ja, ich sehe schon. Ja, also ich habe beim Internet nachgeschaut. Da stand drin, dass quasi jeden Tag während des Events um Mitternacht Chapas gefangen werden können. Die jetzt gerade ausgebrochen sind, so wie es aussieht. Man kann sie nicht finden, weil sie irgendwie direkt schon wieder weg sind. Wollt ihr mich denn veräppeln? Wo sind die denn jetzt alle hin? Hallo, Leute. Chapas. Ah, geht doch. Zumindest eins habe ich gefunden. Wir müssen zusammenarbeiten. Hier ist eine ganze Horde. Kommt mit. So. Mein Lauf. Das stärkt den Teamgeist. Ich weiß nicht, ob man... Doch, da war auch irgendwas mit dem Team, glaube ich, dabei. Ah, guck mal. Wo stehst du denn hier rum? Seki müssen wir uns auch noch mitreden, mal nebenbei merkt. Mit dem haben wir heute noch nicht gesprochen. Hier. Der steht einfach so am Eingang rum. So geht das aber nicht hier. Ich habe übrigens auch gelesen, weil ich musste ja jetzt eine ganze Weile warten, dass man höchstens 400 Tickets bekommen kann. Das ist wohl das Maximum, was man dadurch bekommt, wenn die kleinen knuffligen Viecher hier alle gefangen werden. Also wenn man es wirklich geschafft hat. Und man soll sich, ich meine, das hätte ich jetzt sowieso getan, aber man soll sich immer am Eingang aufhalten. Hä, wieso hat die jetzt zwei gefangen? Man kann doch immer nur einen halten. Wie können die denn zwei mitnehmen? So, eine wilde Chapa-Jagd. Lauf, 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 lauf. Oder ist der, ach, der ist abgehauen eben. Die hat gar nicht zwei gefangen, der eine ist abgehauen. Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Da sind sie. Bleib hier. So, 48, 49 haben wir. 51 kommt gerade von mir. Bleib stehen.
Eieiei. Ich bin jetzt wirklich mal gespannt. Also ich bekomme aktuell, wenn ich das richtig sehe, 80. Jetzt bekomme ich 90. Lauf mal eben gegen den. Echt, das sind aber auch wirklich Viecher, ne? Man hat die gerade erst reingetan und schon laufen die hier schon wieder raus. Ich finde es jetzt nur gerade aktuell mal spannend, weil ich habe jetzt noch nie so bewusst so eine Jagd mitgemacht. Ich denke jedes Mal, das ist einer. Leute, wo seid ihr? Hä? Es kommen gar keine mehr, oder was? Da. Ich hab dich gesehen, bleib hier. Jetzt sind sie anscheinend irgendwie alle da oben oder so. Zumindest laufen sie alle da oben rum. Ah ja, da hinten. Dich habe ich noch. So, 120 Tickets, 130. Da ist doch gerade noch einer rumgelaufen. Achso, das war der Begleiter, der zweite. Toll. Ja, den Begleiter können wir vielleicht auch klauen. Wir können es mal probieren. Ich habe doch gerade was gehört. Komm her, du Kleiner. Geht doch. Hier vorne sitzt noch einer. Übernimm den mal einer. Ja, danke schön. Ich weiß nicht, ob ich was davon habe, wenn die anderen was reintun, wie gesagt. Aber... Also, nee, ich krieg, glaube ich, tatsächlich nur Tickets, wenn ich selber... Genau, wenn ich selber was reintue. Nach dem Motto, jeder ist sich selbst der Nächste. Geht mir alle aus dem Weg. Eine Minute haben wir noch. Mal gucken. Unten habe ich gerade was gesehen. Da sind sogar zwei. Ich nehme den hier. So. Mal schauen, wie viele wir schaffen. Also von den Tickets her. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt tut sich gerade gar nichts mehr. Da oben sind noch welche. Schön hier bleiben, schön hier bleiben. Hier ist noch ein zweiter. Nimmt ihn. Ich dachte gerade, ich verliere den, wenn ich jetzt springe. Das wäre natürlich doof gewesen. Oh, ich höre hier was, ich höre was. Das, weil die Zeit abläuft oder was war das gerade? Ich weiß es nicht. Irgendwas ist da reingekommen, glaube ich. Chapas, Chapas. Kommt mit. Wir haben nur noch 14 Sekunden. 200 Tickets. Oh, ich habe so viel und durchgehend jetzt besorgt hier und komme gerade mal auf 200 Tickets. 210. Schaffe ich nicht mehr. Ach so, dann werden die von den anderen doch noch mit dazu gezählt. Ja, okay. Okay, okay. Gesamtsumme 341. Was kommt denn jetzt hier alles? Du hast während der Chapai-Jagd 20 gefangen. Server? Ja, ich war die, die am wenigsten gefangen hat. Ja gut, das ist mir sowas von egal. Aber es ist schon heftig. Also wo auch immer der gestanden hat hier. Ich gehe mal davon aus, dass direkt daneben alle gespawnt sind, weil so schnell konnte man die ja gar nicht fangen. Ihr habt es ja jetzt selber miterlebt. Das war richtig, richtig heftig. Wie viele haben wir denn jetzt? Wir haben über 1000. Ah, sehr schön. Dann kann ich mir jetzt das Rosane holen. Zack. 1000 Tickets ausgegeben und ich habe diesen wunderschönen, ja, man nennt es Wandschirm, aber eigentlich ist es ein Raumteiler, habe ich erhalten. Sehr, sehr geil. Ich muss das vielleicht doch mal öfter machen hier. Ich dachte eigentlich, dass man da jetzt nicht so viele Sachen bekommt, aber ja, doch. Also wir gehen jetzt nochmal eben schnell. Ach, die gehen jetzt auch schon alle. Ja, ja, es ist ja 3 Uhr, ist das zu Ende. Ich gucke nochmal ganz kurz hier in den Errungenschaften nach. Das haben wir abgeschlossen. Moment, Moment. Alle herzhaften... Nein, 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 nein. Wieso konnte ich... Wieso haben die jetzt nicht gezählt? So, da muss ich jetzt 50 machen und insgesamt 100. Also ich muss es auf jeden Fall mehrmals machen. Und hier brauche ich nur 25 insgesamt. Wobei ich immer noch nicht verstehe, 20 Chapas total. Also darf ich nicht mehr als 20 holen oder wie? Da muss ich mich dann nochmal drüber informieren. Was das jetzt genau heißt. So, dann schauen wir nochmal eben ganz schnell, ob wir eventuell Delilah
Aber er ist auch am Schlafen, oder? Ach, das ist so ätzend, dass du die nicht auswählen kannst. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn wir ihm jetzt auflauern. Also es muss ja eigentlich nur in der Scheune sein. Scheune heißt für mich das Gebäude, wo die schlafen. Weil sonst ist er ja nirgendwo. Er ist nur links am Stand oder da, wo er schläft halt. Beziehungsweise unten essen die ja auch. Und, ja. Woanders ist er ja normalerweise nicht. Also außer wenn er jetzt hier mal rumläuft oder so, klar. Also, ich weiß nicht, ob das so funktioniert, wie ich das jetzt gerade so ein bisschen hoffe. Aber wir testen das jetzt einfach mal. Wir nehmen jetzt hier auch nochmal eben das Ding mit. Ich hoffe, wir schaffen das noch von der Entfernung her und von der Uhrzeit her, dass wir früh genug da ankommen. Er darf halt noch nicht aufstehen, ne? Er darf halt erst aufstehen, wenn wir da sind. Und da schauen wir dann mal. Gehen wir mal hier drüber. Jetzt bin ich gerade am Belegen. Da kommen wir direkt rein. Da müssten wir eigentlich... Ja, ja, doch, da kommen wir aber hin. Je von euch habe ich heute echt schon genug gesehen. Euch brauche ich jetzt nicht mehr. Das nehmen wir noch schnell mit. So. Also, für mich persönlich wäre jetzt Scheune rechts. Links könnte natürlich auch sein. Wo ist er denn jetzt überhaupt drin? Er ist links drin. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Chatten Sie mit Badru. You brighten my day. I hope that wasn't too corny. Mit dem Hahn aufzustehen. Aber das ist nur das Normale. Das ist nicht... Ah, das ist ja doof. Zimmer von denen? Da darf ich noch nicht rein, ne? Working with Armus is rewarding. Aber ich kann ja mit ihr durch die Tür auch nochmal kurz reden. Seltene Käfer. Weiß ich jetzt nicht. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Ich habe das jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Achso, die sind gar nicht da drin. Okay, also wenn er rauskommt, ich probiere es einfach mal, ihn dann direkt anzusprechen. Die Frage ist nur, wann er rauskommt. Wahrscheinlich 6 Uhr. Willst du mich verarschen? Der lief hier gerade an mir vorbei. I've been thinking of you. Ja, toll. Back to the same old for me. Und nu? Jetzt kann ich immer noch nicht mit ihm sprechen. Das ist doch doof. Auni, warte mal, bevor du wegrennst. Mit dir konnte ich ja heute noch nicht sprechen. Ja, 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 ist alles gut. Ich muss ja nur leveln. So, das wird aber auch nicht die Scheune sein. Ja, aber es kann wirklich nur abends sein im Endeffekt, wenn er am Essen ist. Ich denke mal, das wäre dann so gegen 18 Uhr oder so. Weil das hier ist ja keine Scheune, das ist so ein Verkaufsstand. Spreche den zwar vorsichtshalber trotzdem nochmal an, aber da habe ich ihn, glaube ich, auch schon angesprochen. Das ist ja... Moment, der rennt hier aber gerade dran vorbei. Wo rennt der denn hin? Badru, was machst du? Er weiß es nicht so genau. Wahrscheinlich geht er hinten aufs Kürbisfeld oder so, aber der rennt ja schnurstracks dran vorbei. Ah ne, jetzt geht er so in die Richtung. Ja. Aber das steht in der Scheune. Also wenn er jetzt hier auf dem Feld hält, wovon ich ausgehe, dann ist es auch wieder nicht in der Scheune. Ich gehe wirklich davon aus, dass das erst dann funktioniert, wenn er abends da unten in dem Kabuff drin ist. Achso, ich dachte gerade, da ist eine Truhe. Wird jetzt hier stehen bleiben, ne? Ja, ja. Ich spreche nur noch mal eben an, aber das wird nichts. Nee, nee, okay. Ja, schade, schade, schade. Aber okay, dann würde ich sagen, dass ich noch mal kurz, genau, dass ich noch mal kurz nach Hause gehe, mit euch die Sachen angucke. Ich habe auch bis heute noch nicht verstanden, warum das eigentlich so lange dauert, wenn man... Och, jetzt mach das doch mal weg, damit ich ja was verkaufen kann.
wenn man ins Haus reingeht, weil das ist ja meine persönliche Ebene. Das ist ja nicht irgendeine Ebene, sondern meine persönliche. Und ehrlich gesagt, ich verstehe nicht, warum das dann so lange dauert und ich dann warten muss, bis andere aus meiner persönlichen Ebene weg sind. Das ist immer so ein bisschen, naja. Wir haben eine Glücksmünze bekommen. Sehr schön. Wieso haben wir jetzt schon wieder was drin? Ich habe es doch gerade... Habe ich das nicht als gelesen markiert? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber das sieht richtig cool aus hier mit dem Ding. Doch, das finde ich... bin ich sehr begeistert. Ich bin nur gerade am Überlegen, wo ich eigentlich diesen Chapar hingetan habe, den ich bekommen hatte. Ach nee! Oder? Nee, warte mal. Die zwei waren das nicht. Wir haben doch einen umsonst bekommen. Und die zwei, die haben wir bekommen... durch Leute, die angeworben wurden. Jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Haben wir denn hier noch einen drin? Nee, ne? Wo ist denn der hin? Oder sind die so klein, dass man das gar nicht sieht? Also nicht richtig. Oder haben wir den eventuell, aber das glaube ich jetzt nicht, ins Nebenhäuschen reingestellt, was ich ja auch noch ausbauen möchte, zu einem großen Haus. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber so klein sind die nicht. Deswegen... Ich stelle den jetzt erstmal hier so auf den Boden ein bisschen hin, damit wir den erstmal weg haben. Dann schauen wir mal wegen dem Raumteiler. Oh, der ist richtig schön und richtig schön groß. So die Frage, wo stelle ich den hin? Der ist natürlich optisch viel geiler als der hier. Moment, da müssen wir mal... So, Steuerung war das? Aufheben ist mit G. So. So. Und so. Keine Ahnung, wofür ich jetzt hier einen Raumteiler stehen habe, aber es sieht auf jeden Fall schick aus. Hallo? Hallo, Tür? Ist alles okay mit dir? Ich weiß ja nicht. Das müssten wir eigentlich immer ein bisschen umstellen, dass das da nicht direkt so komisch steht. So. Ich muss eh mal ein anderes Bett da reinmachen, aber naja. So, und dann den Stuhl. Hier war doch, genau, ich wollte gerade sagen, hier war doch eine Terrasse. Könnten wir den Stuhl hier draußen hinstellen? Vielleicht finden wir ja noch einen Tisch und einen anderen Stuhl. Beziehungsweise machen dann nochmal... den gleichen Stuhl und dann können wir das so schön nach draußen stellen. Ja, dann, ach so, die Trommel, genau, die haben wir auch noch. Sollen wir die vielleicht hier reinstellen oder ins Wohnzimmer? Ich bin mir nicht sicher. Da sehe ich das bestimmt. Oh, oh, unser Kamin ist fertig. Oh, der sieht schön aus. Ja, kann man nichts machen, nee. Der sieht wirklich schön aus, muss ich sagen. Die stellen wir so ein bisschen dahin. Kann man leider nicht benutzen, schade. Sieht aber richtig gut aus. Ich hatte doch hier eine Kiste, genau hier. Dann tun wir das da rein. Die Münze müssen wir dann noch benutzen. Achso, die zwei Sachen hätte ich noch verkaufen können, genau. Ja, was damit ist, weiß ich nicht. Das ziehen wir mal raus. Das sind die Sachen, die ich dann noch essen muss. So, das können wir verkaufen. Zack. Ja. Dann haben wir die Folge heute viel zu lange überzogen. Sind aber dann erstmal fertig. Und ja, ich muss mal gucken, wie das mit Badru ist. Dann müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht abends 6 Uhr oder so uns da hinstellen. Vielleicht auch schon ab 5, dass ich dann da einfach warte und dass ich euch dann in der nächsten Folge direkt da, ja, reinhole. Mal schauen, wie ich das mache. Ich weiß es noch nicht so genau. Die Lampionwürmchen kann ich ja nur nachts machen, aber ich müsste ja eigentlich noch ein paar von diesen Jagden mitmachen, damit ich dann da auch noch alles freigeschaltet habe. Entsprechend bin ich wahrscheinlich dann nachts eher auf dem Markt. Was ich aber natürlich jetzt nicht nochmal extra filme. Also es war ganz schön, das jetzt mal einmal aufgenommen zu haben mit so einer Jagd, was man so erreichen kann. Und es lief ja sehr gut, auch wenn wir nicht die 400 erreicht haben, aber es lief sehr gut.
Und ja, ihr habt das jetzt einmal gesehen. Und wie gesagt, das nächste Mal versuche ich dann bei Badru weiterzumachen, wenn mir jetzt keine andere Quest über den Weg läuft. Und mit dem Wandbild, da müssen wir dann warten, bis dann der Bug leider vorbei ist. Ich sag mal bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.